Wir kommen zurück zu Pokémon Uranium. Dem, ja, Arena tötet mich mal beim ersten Versuch Simulator. Er sagt Simulator. Ich habe soeben meine Pokémon gehalten. Ja gut, das haben wir, glaube ich, im letzten Teil noch gesehen. Wieso sage ich immer im letzten Teil? Im letzten Part. Weil Part ist im Prinzip ja auch Teil. Von, wahrscheinlich deswegen. What a gun! Oh, sehr gut. Die Statik hat gewirkt. Ich überlege gerade, einmal in 1000 Jahren mal so ein Battle-Item einzusetzen. X-Attack. Oh, bringt mir nichts. Das kann ich nachher mit Dings machen. Wie heißt der? Der Kyra Realm. Oh, sehr gut, das S51 kriegen wir recht gut weg. Wir haben halt... Oh nein, gegen das S51 haben wir halt keine sehr effektiven Attacken. Das ist Psychostahl und schwebt. Das hat fast keine Schwächen, wenn überhaupt. Hat es welche? Ja, Feuer. Aber haben wir nicht. Ja, mach langsam. Oh, du Ekliger. So, da ich es schon fast erwarte, heil ich erstmal. Ach, auf einmal greifst du an hier, wenn ich mich heile oder was? Du bist ein ganz hinterlistiger hier. Sehr gut. Okay, dagegen sollte ich vielleicht dann... Kyra Realm rausholen. Denn es kann eine Kampfattacke, die deutlich stärker ist, erstens als die von Electruxo und zweitens ist Kyra Realm ein physischer Angreifer. Das heißt, es wird direkt auf mir abziehen. Bitte was? Was sagte ich eben von mehr abziehen? 4 hoch ist bitte seine fucking Verteidigung? Okay, den können wir hier mit dem Crab Hammer ein wenig bearbeiten. Schätze ich. Oh, nicht so viel. Jawohl. So, ich glaube, das bringt jetzt nichts. Wieso macht er jetzt so einen Wechselshit? Mach mal einen Zack. Scheiß Dreck! Ah, superb! Komm schon, Santom, triff! Jawohl! Das ist sehr effektiv. Oh. Jetzt kommt dieser Metal Wipe Shit oder was? Und wir haben noch sein hier seinen Hauptpokémon noch gar nicht gesehen. Das ist gerade so ekelhaft. Aber sowas von ekelhaft. Aber immerhin wird das Gera-Rule gut bearbeitet. Auch durch unseren Sandshit. Santho. Oh, ich glaube, das war nicht so die gute Wahl, oder? Nein, es geht nicht kaputt.
fuck. Karan. Oh. Scheiße. Wir machen Lupin. Vielleicht kann der was machen. So mit einem Megasauger. Bitte nicht alles, komm schon. Lass ihn mal ein paar packen. Oh, super. Lupin. Bullshit. Das gibt's doch nicht. Wie kannst du nur so wenig abziehen, Nupi? Noob, noob, noob. Ich verstehe wieso, weil du ein Noob bist. Jo. Ich versuche es. Hab's da nicht irgendwas mit Fee und Stahl auch? Entweder war Stahl gegen. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er angegriffen hat. Ich vermute mal, es war eine Stahlattacke. Wow. Das war ein einfaches Fressen für ihn. Herr Kata! Wieso darfst du zuerst angreifen? Wow. Nee. Flash ihn weg. Wieso darf er zuerst angreifen, Mann? Seit wann ist Awiden so langsam geworden? Bullshit. Was soll das? Oh, Elektruxo. Water Gun! Oh, wir sind schneller, superb! Weg ist er! Traktor. Oh, ein Traktor-Ding, whatever. Stahl, Elektrovieh wahrscheinlich. Wenn ich jetzt Rockstar mache, das wird sowas von überhaupt nichts abziehen, deswegen fangen wir gleich mal. Es ist nicht ernsthaft Stahldrache, oder? Alter. Wird es vielleicht wenigstens. Kannst du dich wenigstens paralysieren lassen? Das wäre sehr nett. Oh. Nein! Das darf nicht wahr sein. Rock Thump. Ich glaube, beide Attacken sind nicht gut gegen ihn, oder? Ja. Okay. Dieses Hin- und Herspiel ist echt unnötig. Wir sind mit dem Psybeam aus. Der könnte doch verwirren. Vielleicht macht er sich dann so. Okay, das war's. Das war's. Oh, shit. Oh, 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 ist das ekelhaft. Oh, ist das ekelhaft. Vielleicht sollten wir doch Karoran weiterentwickeln. Jetzt schon. Oder vielleicht haben wir irgendwelche brauchbaren Attacken, die wir den Leuten, den Pokémons beibringen können. Dick! Hm. Vielleicht sogar eine Option. Aber nur vielleicht. Aber was auf jeden Fall eine Option wäre. Was hat Karoran von Item? Yep. Ja, Karoran bekommt jetzt die Flinkklaue, damit er auf jeden Fall mal zuerst angreifen kann. Und dann kann von mir aus Luxor wieder
einen EP-Taler haben. Das würde Sinn machen, schätze ich. Ja, ansonsten... Wir probieren es aber jetzt noch einmal. Ich decke mich jetzt aber nochmal mit Heil-Items ein und so. Denn ich habe keinen Bock immer, wenn ich dann Preisgeld da lasse, dass ich irgendwann pleite gehe. Das ist nicht sonderlich schön dann. Von daher kaufen wir uns jetzt ein bisschen dicker ein. Ein paar Great Balls vielleicht. So 10. Ein paar Pokeballs. Wenigstens so 4 noch. Okay. Haben wir schon ein bisschen Geld ausgegeben. Das ist auch schon eine schöne Sache, denke ich. Und ich hätte so gern das Fahrrad. Aber ich bekomme es noch nicht. Denn ich kann nicht fliegen und die Stadt, wo es das Fahrrad gibt, ist mir einfach viel zu fern entfernt. Das nervt sowas von, dass man hier immer diesen blöden Scheiß aktivieren muss. Ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen. Aber egal, der hat mich nicht runtergeschmissen. So, wir überlegen uns mal kurz eine Strategy, ja? Er fängt ja mit diesem S51 an, diesen Vieh, was ich nicht besiegen kann. Auf sehr effektive Art und Weise, meine ich damit. Das bedeutet, ich müsste mit Electrux auf jeden Fall mal vorne bleiben. Und dann später zu Kararalm wechseln. So das Übliche halt, ja. Und wie ich den letzten Roboter-Scheiß-Vieh besiege, ich habe keine Ahnung. Ich habe eine fucking Idee, wie ich das machen soll. Aber kein bisschen. Water Gun. Sehr schön. Die Statik hat sehr, sehr früh gewirkt. Wenn wir Glück haben, greift er uns jetzt fast gar nicht mehr an. Stampfer? Wie viel bringt das? Okay, noch weniger. Das ist nicht schön. Aber er hat geflincht. Nice. Okay. Water Gun. Bestimmt gleich gucken. Komm schon, Sheldon. Nerv nicht mit diesem blöden S51. Wobei nervt lieber mit dem S51 als mit diesem selbstgebauten Drachenroboter-Vieh später. Das wäre echt nicht so nice. Okay, greif an. Oh, Bull! Das muss ich mir unbedingt aufheilen. Ich habe auch nicht so das Gefühl, dass mein Team sonderlich gut ausbalanciert ist. Ist es nämlich nicht. Mir fehlen sehr, 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 sehr viele Typen. Hat mit einem Zellkopfarsch. Yes! Wer kommt jetzt? Gararu. Ja. Ich mache mal eine Water Gun. Ich möchte nämlich einen Angriff auf... Okay. Das hat nichts gebracht, so ich mir das erhofft hatte. Ich dachte, hatte gehofft, dass dann ein Elektrug so vielleicht angreift und eventuellst paralysiert wird. Von der Statik. So, wollen wir mal einen Thundershock, der kann ja auch paralysieren. Oh!
ein Crit. Das ist nicht so cool. Aber guck mal, das Garul kriegen wir mit Electrux so ganz gut auseinandergenommen. Das scheint keine sonderlich hohe Spezialverteidigung zu haben. Oder? Du mit deinem Takedown, Alter. Take du dich mal selber down, ja? Ja. Eigentlich müsste auch Aquaknarre stärker als das sein, aber gut. Level 32, nice. Defense 88, Special Attack 67 und die normale Attack ist auf 43. Das heißt, doch Special Attack ist höher. Ich probiere es doch schnell. Oh, super. Sieht die Hälfte fast ab. Oh, und das zieht 40 KP, 39 KP ab. Das ist nicht so cool gerade. Ich werde jetzt 3 Runden in Folge wohl heilen müssen. Yep, irgendwie schon. Das ist teuer. Und wir haben die Möglichkeit, dass Electruxo verwirrt wird. So, das reicht fürs Erste. Komm schon. Zieh nur 36 ab diesmal. Come on. Vielleicht hätte ich doch noch einmal mehr heilen sollen. Aber gut. Kara Rhyme, du hältst wenigstens eine Attacke aus. Bei den anderen bin ich mir halt nicht sicher. Die haben irgendwie so... Ja. Wie soll man sagen? Die sind so ein bisschen Loser. Boah, das ist viel abgezogen. Mann! Wieso zieht das so übermäßig viel ab? Jetzt kommt schon dieser Trakton, ey. Okay, erstmal aufheilen, ja, hier. Alter, übertreib. Ich setze mal Nupin ein, damit ich Karawan ein wenig hier auffallen kann, ohne dass er vielleicht direkt auf die Schnauze kriegt oder so. Das ist doch vielleicht mal eine gute Sache, sage ich mal. Wie viel habe ich überhaupt nur noch von den Supertränken, meine ich? Ich meine, davon, dass ich eben, ich habe 20 hatte, die ist auch noch höchstens 13 über, oder? Komm, Auwiden. So, von dir bräuchte ich am allerersten ein Flash. Nein, keine Drachenklaue. Stopp. Oh. Okay, machen wir als nächstes Cover Realm. So. Sandtom vielleicht? Hm? Alter. Wieso ist das so mega stark? Das gibt's doch nicht. Nee. Dragon Breath. Macht er echt nur einen Slam? Wieso macht er nur einen Slam? Alter, der hat doch nur 5 Level Unterschied. Das kann doch kein K.O. direkt sein. Oder? Wo sind die Pokémon-Experten? Erzählt mir mal. Alter. Okay, Leute, wir machen das jetzt so. Ich werde trainieren. Und es wird fucking pain in the ass, ja? Aber wir werden ihn besiegen. Das werden wir schaffen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wie wir ihn besiegen. Bis dahin, tschüss.